Hallo Leute und willkommen zum 5-Part Prison Architect. Wir haben letztes Mal ja alles halbwegs unter Kontrolle gebracht. Gucken jetzt mal, dass die ganzen Drogenabhängigen da langsam aber sicher unter Kontrolle gebracht werden. Und gucken, dass wir auch die Zwangsarbeit voranbringen, die übrigens demnächst fertig ist. Sehr schön. Können wir hier nämlich die Wäscherei bauen. Sehr schön, die können wir nämlich hier so machen. Sind die so schön nebeneinander. So, die brauchen eigentlich keine Wand, ist jetzt egal. Die sind jetzt halt eine Sache. So, Waschmaschine, Waschmaschine, Waschmaschine. Bügelbrett, Bügelbrett, Bügelbrett. Wäschekorb, Wäschekorb, Wäschekorb. So. Das ist ja mal ein platzsparendes Bauen. Wir können jetzt natürlich hier noch eine Tür reinhauen. Da eine Wand. Ach komm, machen wir das, dann kommt es ein bisschen blöd. So, Personaltür. Die brauchen sowohl Strom als auch Wasser. Ui. So. Okay. Was ist los mit Katzenfan? Hilf Aladdin der Fünfte? Okay, egal. In den Gruppenraum geht nie irgendwer. Muss man es irgendwie noch zuteilen oder so? Weiß es nicht. Okay, die Leute sind wieder unglücklich. Was sagt unser Psychologe dazu? Essen, Training, Hygiene, Erholung, Kleidung. Kleidung bekommen sie demnächst. Logistik. Gefangenenarbeit. 2, 3, 1, 2, 3. So, lassen wir da jeweils 3 Leute drin arbeiten. Dann demontieren wir das, wenn man es nicht erreichen kann. So. Was sind für ernsthafte Beschwerden? Machen wir das mit der Einzelhaft. Rückversuch. Dadurch. Und natürlich wird er jedes Mal durchsucht, wenn er irgendwas macht. So. Ja, ich weiß jetzt nicht. Zählen Zigaretten als Luxusgut? Falls ja, naja, aber okay. Stell 10 Wachen ein. Ja, dann holen wir gleich noch eine. Zack, warum dann auch nicht? Schalte Patrouillen frei. Patrouille hier. Da kann man auch noch ein paar Patrouillen. Ja, eben durchs Gefängnis laufen lassen. Haben wir nochmal 10.000 mehr. Okay. Meine Familie warten auf Besuch. Weiß auch nie, warum die Leute das Besucherzimmer nie benutzen. Vielleicht liegt es an der Tagesplanung, dass wir einfach mal nichts machen und die das dann erledigen. Oder was ist denn nichts? Hocken die da nichts in der Zelle oder? Auf jeden Fall kriegen die echt oft Essen. Sollen sich nicht beschweren. Können übrigens die neuen Gefangenen holen, weil die können ja da rein. Hör gerade eben auf. Gefangene. Oh, wir haben viel mit hohem Risiko. Ah, das sind die mit dem Orangenen, okay. So, dann gehen wir hier mal auf Patrouille. Dann gibt es eine Patrouille hier. Gucken wir den Typ, der... So, da kann man die Patrouillen hier machen. So. So, eine Patrouille hier.
Kann man die Stationierung hier weglassen. Dann machen wir vielleicht noch eine Patrouille hier so durch. Ups. Hier so durch. Das kann einer machen. Und ja, die typische Patrouille hier einmal. Auch nochmal einer machen. Kann man die Stationierung von hier. Ah ne, das passt. Okay, 10.000 mehr. Also 3 Gefangene in der Küche zu. Micromanagement brauche ich dafür. Okay, dann forschen wir das als nächstes. Nehme ich nochmal 10.000 dazu. Die mit dem hohen Risiko machen die Randale. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja, ich könnte jetzt natürlich so lange in Einzelhaft sperren, bis sie wieder rauskommen, aber... Naja, woher kommen die denn mit dem hohen Risiko? Also ich meine, ich habe ja keine zugelassen mit hohem Risiko, deswegen ja, müssen die ja irgendwo ihr hohes Risiko erworben haben, hier drin wahrscheinlich. Gärtner ruht aus, Hausmeister. Naja. Ist so schön, wenn alle schlafen. Ist angenehm ruhig. Ich glaube, wir sollten noch mal ein bisschen wegen Strom gucken. Hier, Kompensator. Nicht, dass Leinlau sich ein bisschen zu viel wird. So. Brauchen die Erforschung hier noch eine Weile? Eigentlich wäre es doch am schönsten, wenn die 24 Stunden am Tag schlafen. Das sind wie kleine Kinder. Das ist Schmugge. Muss Forschung erforscht haben, oder wie? Das ist wahrscheinlich ein kleiner Übersetzungsbug. Ah ne, Schmuggel hier. Tatsächlich, ja, da kann ich schauen, was, wo, wie geschmuggelt wurde mal. Ah, jetzt pass mal auf. Ah, genau, deswegen. Jetzt verstehe ich, warum. Ich muss das hier noch irgendwie absperren. Weil die Leute konnten nicht ins Besucherzimmer, weil hier eben der Raum nicht dafür gedacht war, dass sie da entlang kommen. Wir machen hier nochmal. Okay, warte, jetzt kriegen wir 11 Insassen? Das habe ich jetzt aber nicht gerechnet. 2 plus... Oh, das ist einer zu viel, bitte. Wir brauchen da drin nochmal Betten. So. Ist mir egal. Die da drin haben es sowieso viel schöner. Okay, und, dann genau mit dem Zaun. Real. Zaun, sperren wir das hier mal ein bisschen. So, den Bereich hier dürfen sie dann nicht betreten. Wir haben 11 neue Insassen. Es gibt nochmal 1.100 pro Tag mehr. Natürlich gut Geld. Könnte natürlich hier nochmal erweitern, aber bestimmt nochmal 4-5 Leute reinpassen. Oh ja. Das schon die 14 neuen Insassen, die lassen wir da mal weg. So, wie geht's in den Bedürfnissen? Blase leeren, Darm leeren, oh lecker. Mhm. Kleidung, ja, deswegen auch demnächst die Wäscherei. Ah, da kann ich die Sachen jetzt einteilen, okay. Das sind jetzt schon 3 Leute, das bedeutet, ja, Wäscheverteilung, das passt soweit. Ja, die versorgen die alle hier.
Essensverteilung. Ich versorge die alle hier. Ah ne, warte. So, die essen hier alle und die... Okay, jetzt verstehe ich das. Diese Küche versorgt diese Kantine, während diese Leute hier, essen. Okay. Während ich jetzt hier einteilen könnte, dass zum Beispiel die High-Secret-Leute können nur hier zum Beispiel, werden hier eingesperrt. Die, wo hier eingesperrt werden, wiederum kriegen eine andere Kantine, die ein bisschen kleiner ist und ein bisschen besser bewacht. Okay, gut. Dann habe ich das auch verstanden. Man sollte unbedingt mal die Gefangenen da abholen. Wir haben keinen einzigen Wächter noch übrig, fällt mir gerade auf. Da müssen wir eben nochmal zwei holen. Die dürfen jetzt frei rumlaufen und die ganzen Leute abholen und Türen aufmachen und so weiter und so fort. So, die Leute dürfen sich jetzt auch mit ihren Familien treffen. Während wir hier nur für Personal. Sehr schön. So, jetzt wird er schon mal seine, dann seine komplette Ding durchsucht. Also sobald irgendwas gefunden wird, wird ja auch gleich die ganze Zelle durchsucht. Da finden wir vielleicht noch ein paar mehr Sachen. Ja, jetzt läuft es ja eigentlich momentan ganz ordentlich. Wir könnten dann die Zellen hier noch so erweitern. So einen Durchgang vielleicht, auch durch einen Duschraum oder so. Oder hier direkt eine Tür in die Kantine. Oh, ach Leute, schmuggelt doch keine Messer mit. Okay. Teil der Leute wird mit Essen. Ja, okay, die haben jetzt halt Isolierhaft für 6 Stunden. Ah, Regelwerk, das hatte ich nur schon mal, das war ziemlich verpackt. Waffenbesitz, Isolierung 3 Stunden, Werkzeugbesitz 2 Stunden, Drogenbesitz 1 Stunde, Vergiftung 3 Stunden, erste Verletzung 4, Personal angegriffen 4, ein Angriff ist mir relativ egal, Fluchtversuch 4, Zerstörung, ja, das passt. So Leute, den Bug hatte ich schon mal, könnt ihr mir jetzt sagen, was ich tun soll, weil die Typen, wir machen jetzt echt mal eine Razzia. Auf jeden Fall die Typen, die haben jetzt Isolierhaft sozusagen und die kommen da nicht mehr raus und die hocken dann so lange drin, bis sie da drin verhungern. Also kann jemand von euch sagen, was man da machen sollte? Ich weiß es nämlich nicht. Okay, zum Glück haben wir so viele Wächter. Drohung. Da werden jetzt aber gleich viele Leute weggesperrt. Razzia war echt mal wieder notwendig, aber sie haben zum Glück keine Schlüssel oder so. Das bedeutet, schlimmste die Bohrer und Drogen. Bohrer ist auch noch das Schlimmste, was wir glaube gefunden haben. Ein paar Drogenabhängige, aber ja. Wie sieht's denn da jetzt mit unserem Programm aus? Keine Zeiteinteilung. Tagesplanung, Arbeit. Zählt es unter Arbeit oder? Wenn man eine Stunde Arbeit einsetzt, gucken, ob es dann. Ich mache keine Zeiteinteilung. Was haben die Leute so alles mit sich? Das ist ja schlimm. Die nehmen echt alles mit, was sie kriegen können, oder? Das sind die letzten Plätze, dass sie ja so lange suchen müssen. Okay, noch jeden zweiten Tag eine Razzia. Ja, das sollte man glaube ich echt machen. Was irgendwann mal eskaliert. Ah, da sind noch ein paar Gefangene, die noch nicht durchsucht wurden. Weil Leute müssen ja erstmal weggesperrt werden, die erwischt wurden. Oh, der wird 10 Stunden eingesperrt für alles, was er getan hat. Ja.
Kommt halt davon. Vielleicht hören sie dann damit auf. Okay, es addiert sich natürlich auch alles, wenn ich daran gedacht hätte. Ja, die ist vielleicht ein bisschen weniger hart gemacht, aber pff. Ja, man kommt auch mal 24 Stunden ohne Essen aus. Okay, die Razzia ist zu Ende. Die haben Leute in ihren Büros. Wenn die einmal Pause brauchen, müssen sie einmal hier komplett rumlaufen. Kredite, extra Subventionen. Expansion, Steuern sparen. Oder noch klonen, naja. Können wir vielleicht das nächste Mal noch Wachhunde holen. Das eben das mit den Drogen, weil davon haben wir ja relativ viele immer. Dass das nicht so ausartet. Ups, was habe ich jetzt gedrückt? F, oder? V? Naja, egal. So. Ach ja, die glaubt man. Also sind die Leute weitestgehend zufrieden, glaube ich. Ja. Ja, es geht. Wie sieht's denn aus mit den Wachhunden? Danach können wir noch die Überwachung machen. Dann Steueroase. Okay, dann können wir irgendwann mal die Ausbildung noch machen. Eigentlich kann man so alles durchklicken. So. Und da jetzt eigentlich noch irgendwelche Sachen? Brauchen die da noch irgendwie eine extra Zuteilung oder sowas? Nö, oder? Okay. Baldige Entlassung. Oh, das ist schön. Ach, die Einzelhaft, das ist... Vielleicht wegen der Einzelhaft, die wir ja nicht haben. Ich meine, es ist ja schon Einzelhaft sozusagen. Was können wir denn machen? Was mit den Hunden können wir machen? 20 Pulte. Gibt auch so viel. Machen wir erstmal. Können wir wirklich die Bildungsreform machen? Können wir, glaube ich, mal machen. Dann können die Leute arbeiten. Das ist dann das nächste Ziel. Ah, das sind diese 1-auf-1 Dinger. Stimmt, ja, die sind auch toll. So, und ich wurde gerade eben zu Steam Ding eingeladen, aber nein, danke. So. Wie sieht's denn jetzt aus? Was haben wir denn alles erforscht? Das mit den Hunden. Bedeutet, weise 2 Hundeführer zu. Personal. Hundeführer, die jetzt noch stationieren, Hundepatrouille auf jeden Fall, ja, dann machen wir einfach einen Hund die Patrouille und noch eine Patrouille hier und da sollte es eigentlich schon reichen. So. Bewaffnete Wachen. So. Eine bewaffnete Wache macht den hier. Eine bewaffnete Wache läuft hier so durch den Hof durch und passt auf, dass da nichts passiert. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Dann kann man bei Subvention eigentlich gleich nochmal diese... Ah, das kann man auch machen, weil wir haben die Hälfte der Sachen ja schon erforscht. Wir brauchen mal, ich studiere einen Monitor.
Müssen wir das machen? Es gibt ja diesen Raum, der gar keinen Sinn hat. So lustige Raum. Den wir jetzt aber bauen werden. Und zwar für die Wachen. Und da bauen wir jetzt Monitore rein und bauen dann Überwachungskameras überall hin. Die kann man dann darüber verbinden und dann haben wir kriegen wir nochmal 20.000, das ist doch gut. Wir brauchen dann sowieso neue Wachmänner. So, wo ist nochmal der Raum, der keinen Sinn hat? Fallwerkstatt, Sicherheitsbüro, genau. Einrichtung. Monitor. Zack. Zack. Sollten fürs erste Mal reichen. Abhörgerät. Ein Abhörgerät. Kann man auf jeden Fall auch mal hinbauen. So. Was ist passiert? Fängt das ja dann angefangen, er wurde entlassen. Es müssen 10 entlassen werden. Okay, aber einer wurde immerhin schon entlassen. Hofgang, ein paar Stunden müssen wir wieder essen. Aber Kameras in den Duschraum. Kannst du in den Gängen von den Zellenblöcken machen. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Das ist eigentlich relativ lustig. Die Leute sollen schon noch dementsprechend duschen gehen. Und ja, natürlich kommen Kameras in den Duschraum, die kommen überall hin. Ah, stimmt, die Hunde brauchen ja auch ihren komischen Raum da. Nicht die Baumschule, sondern... nicht der Hinrichtungsraum. Wie heißt denn das? Duschraum, Hoflager, Abfall, nein. Kantine, Isolationszelle, nein. Lager, Sicherheitsbüro, Büro. Krankenstation, Leichenhalle, Maschinenraum, Zwinger, genau. Oder. Zwinger. Zwinger, minimale Größe 5 auf 5. Der Raum hier, der hat irgendwie noch den fehlenden Schreibtischstuhl. Aktenschrank. Richtig Stasi-Zentrale. Einrichtung. Gefängnistür. So. Danke. Dann bauen wir mal ein paar Kameras. Also wo wollen wir denn einen hin? Eine dahin, So, und einmal auch wirklich den ganzen Raum überwacht. Natürlich in die Kantine hier eine. Wir müssen schauen, dass wir sie richtig rum hinmachen. Hier eine. Schauen, dass es auch richtig rum ist. Nee, so rum ist, glaube ich, richtig so. Hier eine. Oben eine. Natürlich hier eine. Ich weiß nicht, wenn jetzt alle mit dem Monitor verbunden waren. War es vom Monitor zu den Dingern oder von die Dinger zum Monitor? Ich weiß es nicht mehr. Wir brauchen also noch Strom. Erweitere deine Mannschaft. Oh Mann. Müssen wir das jetzt auch noch machen? Och, kommt, Leute, schmuggelt doch keine Waffen mit. Ihr wisst doch, dass es zu nichts führt. Wie viel benötigen denn Arzt 7? Was ist schon los? Ja, wir stellen mal neue Ärzte ein. Machen wir das gleich so ganz praktisch. Schauen wir die da gleich rein, da wo sie hin müssen. Noch 5.
man das. Machen wir das dann noch einfach. So, dann schicken wir hier unten noch einen rein. Noch einen rein. Und hier noch einen rein. Wir müssen echt noch ein paar Isolierungszellen machen, oder? Warum das denn machen? Mal wirklich hier oben die Isolierungszellen hin tun? Weiß es nicht. Kann man auch da oben hin tun. Wie ich das machen will, weiß ich noch nicht ganz. Das ist ja eigentlich egal. Hauptsache die Dinger. Hauptsache die können ihre Isolierungshaft mal absetzen und verrecken nicht elendig in dem. Wieso können die da nichts hinbauen? Boah, dann gibt's eben Kabel, die sind und so. So, Arbeiter arbeitet. Vielen Dank. Okay, dann machen wir jetzt dann Isolationszelle. Jetzt müssen wir hier erstmal gucken, dass wir alles abgeschlossen bekommen. Kommen da raus. So, dann können wir hier eine reinmachen. Hier eine reinmachen, da können wir eine reinmachen. So, Räume, Isolationszelle. Ach, verdammt. Müssen wir es da jetzt erst bauen, oder wie? Warte mal. Das geht jetzt dann nicht. So, da. Richtung schwere Gefängnistür. Ups. Egal, machen wir es einfach so. Eine Richtung Gefängnistür. Ach scheiße. Egal, das geht bestimmt auch irgendwie. Ist ja egal. So, Räume. Studierzelle. So. Versorgung mit Strom. So, wenn die noch isolierhaft erwartet, dass sie es dann noch absitzen können. Werden sich dann freuen. Warte, die müssen wir. Ah, das sind ferngesteuerte Türen oder wie? Egal, machen wir jetzt halt alle auf. Was sind solche Fern. Ach, verdammt. Dann hätte ich die vielleicht nicht bauen sollen. Okay. Ich lasse die Türen jetzt einfach offen, in der Hoffnung, dass die Leute da einfach drin bleiben. So, dann muss einer da rein. Und einer da rein. Okay, okay, jetzt machen wir das hier verbinden. War das so rum, oder? Inaktiv benötigt eine Wache vor dem Monitor. Komm. Ja, dann stellen wir halt mal eine Wache davor. Wir brauchen sowieso mehr Wachen.
Und noch Kameras hier. So. Perfekt. Sehr schön. Ein paar Kondensatoren. Oh, gute Idee. Danke. Sorgung. Okay, die hocken jetzt auch in Isolierhaft und freuen sich da halt ihres Lebens. Und dann können die da auch wunderbar... Ja, die Wachen gehen da glaub hin, sobald du jemanden zu weit. Okay. Dann, warte, ich lasse nochmal zwei. Sehr schön, Einzelhaft. Plus 20 Watten. Passt also. Da ist jemand bewusstlos, ist vielleicht nicht so schön. Da ist jemand tot. Natürlich auch nicht so schön. Also vielleicht den wenigstens dann raustragen oder so, wäre ganz nett. Ach, da fällt mir ein. Bevor ich es vergesse. Zwinge wollten wir ja noch schnell hier reinbauen. Warum auch immer ein Hund ein breites Sofa braucht. So, und Getränkeautomat. Ah, ich habe Personalraum gemacht. Ja, deswegen habe ich schon gewundert. Zwinger, hier, danke. Hundebox, das klingt schon eher nach einem Zwinger. So. Okay. Da ist einer bewusstlos. Weißt du, bist müde, aber du solltest echt so ein Typ, der bewusstlos ist, weil sonst verreckt der Typ, der bewusstlos ist irgendwann. Die Tür kann man auch mal aufmachen, da können die sich darum kümmern, danke. Okay. Jetzt sehen wir auch, wenn die Leute duschen, ist das nicht schön. Warum die Leute. Wir brauchen noch Arzt. Benötigt ein Arzt. Zwei, der bitte. Der hier. Den kann man bitte jemand raustragen. Okay, und ich aber sagen, war es das auch schon wieder für den Part. Ah, da seht ihr mal schöne nackte Männer beim Duschen. Ich weiß, es gefällt euch. Entlassung. Drei Stück. Okay, dann würde ich aber sagen, speichere ich hier mal ab. Gefängnis speichern. LP. Hier, bitte, danke. So, dann schaue ich mal, würde ich sagen, dass wir das jetzt fürs erste Mal beenden. Und auch, ja, ich überlege mir, ob ich es vielleicht nochmal als Livestream weiterführen soll. Nächste Woche dann, ja, den Toten, den ignorieren alle, ne? Naja, auf jeden Fall, vielleicht mache ich nächste Woche das Ganze als Livestream weiter, wenn nicht dann als normales Let's Play. Na, auf jeden Fall danke an alle Leute, die mir im Let's Play, im Livestream eben geholfen haben mit den Kommentaren. Und dann danke für die ganzen Zuschauer des Let's Plays. Und ja, ich hoffe natürlich, dass es euch allen gefallen hat. Jetzt speziell an die Leute in YouTube. Würde ich sagen, dann war's das mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.